willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Marktzuger TV. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich mir ein neues Projekt vorstellen. Ja, wir erinnern uns noch vor 2 Jahren noch den Rebelszug. Die habe ich eben besonders in Wiesbaden Hauptbahnhof und auch teilweise in Darmstadt Hauptbahnhof gesehen. Der war vor 2 Jahren in einer Tradition von DB und Rewe und Fairway. Und wir haben ihn irgendwie gefeiert. Das wäre ein recht gutes Projekt und ja. Heute präsentiert euch ein weiteres Projekt von DB und Rewe. Und zwar kümmern wir uns den Rewe-Bus. Der Rewe-Bus ist ein Nachfolger von Rewe-Zug und ist ein Supermarkt im Bus. Ist ein über 800 Produkte. Ist damit ein guter Typ, ein kleiner aber. Ist schon mal gut. In diesem Video zeige ich euch mal die Folgen für den Rewe-Bus. So und so. Dann viel Spaß mit dem Video. Und wir legen los. Oder fangen wir? Hier ist der Rewe-Bus, der Rewe-Einkaufsbus. Ich muss leider viel aufpassen noch so. Da kann ich nicht freilich, hier ist viel los. Also, ich mache gleich noch eine Aufnahme von innen. Oder? Ja, der wird uns, wenn es so gut ging, erst mal ein paar Wochen sein. Und wenn es korrekt wie kann es mal, wenn es auch gewählt wird, kann es auch paar Jahre sein, hier sein. Das ist eigentlich, wäre auch nicht schlecht. Und so. Oder ausgerechnet mit Lautschaft. Sag jetzt mal nichts. Na gut, hier draußen Obst und so, Gemüse, Blumen. So. Ein kleiner ist der Rewe-Zug, aber. Ja. Du kannst alles hier kriegen, was das Herz begehrt. Ja, das war's. Das ist recht klein, aber fein. So, und jetzt kommt zu meiner Meinung. Ich finde diesen Rewe-Bus hier auch ein klassisches Projekt von DB und Rewe gemacht. Wieder anfangen Nachträge von Rewe-Zug, der uns so gut machen kann, einen guten Anfang. Wie ich es mitbekommen habe, war der Anfangs der Nachteil von Rewe-Zug, dass er nicht so überall stehen kann als ein Rewe-Bus. Also da muss der Zug kann er nicht ganz halt Bahnhöfe so das Gleis blockieren. Das Problem halt. Da ist irgendwie ein Rewe-Bus ein Vorteil, weil er dann eigentlich fast überall stehen könnte. Zu. Der Rewe-Bus ist auch meine Meinung, was der nur 800 Produkte hat. Das ist eigentlich für diesen kleinen Bus, wenn du meinen Bus eigentlich sehr groß finde, eigentlich richtig gut ist. Ja, ich finde es top. Das soll übrigens erstmal das Projekt bis zwei Jahre gehen. Mit Glück kann übrigens auch richtig gut, wenn es läuft, kann es auch für Wertung verlängert sein. Ja, dann. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schaut gerne auf meinen anderen Kanal und bei Gamio vorbei. Schaut auch bei Werbesuchspot und so. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao. Thank you.